Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwester im Islam, einer der Hauptangriffspunkte gegen den Islam, die wir heutzutage sehen, ist die angebliche Unterdrückung der Frau im Islam. Das hört man immer wieder, der Islam sei eine Religion, die die Frau unterdrückte. Es wird immer wieder gesagt, das ist das große Problem mit der Integration, die Gleichstellung von Mann und Frau. So. Und ich möchte hier nicht lange über dieses Thema reden, sondern ich möchte für die Brüder einige kurze Punkte bringen, die man sich leicht merken kann, und auch für die Nicht-Muslime einige Punkte zum Nachdenken. Das ist also kein detaillierter Vortrag über die Rolle der Frau im Islam, wo ich auf alle einzelnen Punkte eingehe. Ich möchte nur zum Nachdenken anregen und ein, zwei Argumente bringen. Erstmal, was ist eine Unterdrückung? Eine Unterdrückung ist, oder unter Unterdrückung versteht man, dass man zu etwas gezwungen wird, was man nicht tun kann, was man nicht machen will. Das heißt, man wird gezwungen, etwas zu tun, was man nicht tun will. Oder etwas, was man tun will und was einem sein Recht ist, wird einem verwehrt. Wenn man etwas nicht tun kann, was man sich wünscht, aber was nicht einem sein Recht ist, dann sieht man das nicht als Unterdrückung an. Das heißt, wenn ich sage, warum gibt die Bank mir keine 1 Million Euro, dann ist das keine Unterdrückung. Aber wenn ich beispielsweise, wenn mein Arbeitgeber mir beispielsweise meinen monatlichen Gehalt schuldet und gibt die mir nicht, dann ist das wie, das ist eine Art von Unterdrückung. Wenn ich zu etwas gezwungen werde, was ich nicht tun will, dann ist das eine Unterdrückung. Zum Beispiel, wenn mich jemand packen würde, ja, und würde mich mit kleinen Nadelstichen überall am Körper stechen und fügt mir so Schmerzen zu, dann ist das eine Art von Unterdrückung. Und hier muss man eine Sache verstehen. Die Grundlage für eine Unterdrückung ist immer die Absicht und der Wille des Menschen. Denn was für den einen Unterdrückung ist, kann für den anderen Befreiung sein, kann dem anderen sein Wille sein. Denn wenn es für dich vielleicht beispielsweise eine Unterdrückung ist, wenn man dich packen würde und sticht dich überall, so lässt sich der ein oder andere oder lassen sich heute in Deutschland Tausende von Menschen tätowieren. Das ist eigentlich eine Folterung. Das heißt, der eine würde Tätowierung als Folterung auffassen. Oder Piercing. Stell dir vor, ich würde jemand schnappen und stich dir hier durch die Nase durch. Oder durch die Lippe. Oder durch die Augenbraue. Oder durch die Geschlechtsorgane. Das würde man als Folterung bezeichnen. Aber der andere, der mag das. Für den ist das keine Unterdrückung, weil der will das. Der findet das gut. Genauso ist es bei Sexualpraktiken. Es gibt in Deutschland Leute, die stehen auf Sadomaso. Opferrolle und so weiter und so fort. Gibt es. Ich rede jetzt nicht davon, ob das jetzt islamisch ist oder was. Es geht mir einfach nur um das Konzept zu verstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden in ein Arbeitslager schickt, was muss er dort machen? Dort muss der harte Arbeit machen. Harte, erschöpfende Arbeit. Es gibt aber in Deutschland Tausende von Menschen, die Leistungssport machen. Die sich täglich voll verausgaben. Ich habe damals Leistungssport gemacht. Wir haben Laufbahntest gemacht. Ja, Laufbahntest, AK-17. Ja, das hieß das damals. Da habe ich danach 20 Minuten Atemnot gehabt. Ich hatte solche Blasen unter den Füßen gehabt. Aber ich habe das gemacht, weil ich wollte das. Ich habe so oft in der Woche Muskelkater gehabt, mich angestrengt. Bis zum Äußersten trainiert, bis ich nicht mehr konnte. Bis man völlig fertig ist. Du brauchst dir nur Olympia anzugucken. 10.000 Meter Lauf. Der fällt im Ziel rein und liegt auf dem Boden und kann erstmal nicht mehr aufstehen. Das ist eine Qual. Leute gehen ins Fitnessstudio, die quälen sich jeden Tag. Für den einen ist das Zwangsarbeit. Das ist eine körperliche Anstrengung, die für ihn Qual ist. Aber der andere macht das freiwillig. Das heißt, wenn man beurteilen will, ob die Frau im Islam unterdrückt wird oder nicht, dann darf man das nicht aus der Brille der Nicht-Muslimin sehen oder der Nymphomanin, der feministischen Nymphomanin, sondern man muss das aus den Augen der Muslimin sehen. So eine Muslimin. Was will eine Muslimin und was ist eine Muslimin?
Was ist das Ziel der Muslime? Das Ziel der einen Frau ist es, beispielsweise in Mallorca surfen zu gehen. So. Wenn du diese Frau, ja, die hat vielleicht keinen Bock auf verschiedene Regeln, aber was ist eine richtige Muslime? Was ist eine richtige Muslime? Was ist ihr Ziel? Ist ihr Ziel, schön auszusehen oder was? Was ist ihr Ziel? Ihr Ziel ist das Paradies. Und was ist ihr Weg zum Paradies? Der Islam. Und wen soll die Muslimin und liebt der Muslim und die Muslimin über alles? Allah. Und deswegen, eine Muslimin kann gar nicht unterdrückt sein, weil eine Muslimin von ihrer Natur her das tun will, was Allah ihr befiehlt. Und genauso ist es mit einem Mann. Bin ich unterdrückt, weil ich Bart tragen muss? Ja. Früher, Achi, das wäre vielleicht für mich eine Qual gewesen, mit dem Bart war ich. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mir einen Bart wachsen lasse. Aber weil ich ein Muslim bin und weil ich weiß, dass das Allah gefällt, lasse ich mir einen Bart wachsen. Bin ich jetzt unterdrückt? Nein. Sondern ich habe ein Ziel. Und genauso ist das bei allen Regeln. Und übrigens, der Islam, ich sage im Islam, sind Mann und Frau gleichberechtigt. Gleichberechtigt, aber nicht identisch. Weil Mann und Frau von ihrer Physiologie und von der Psyche unterschiedlich sind. Und jeder, der was Gegenteil behauptet, ist jemand, der der Realität nicht in die Augen schaut. Oder sind Mann und Frau vollkommen gleich? Kann gar nicht sein. Weil dann würde nämlich bei Olympia, würde nämlich dann beim 100-Meter-Lauf, würden die Frauen gegen die Männer laufen. Aber die Frauen verlieren dort. Und dann würde der Mann das Kind stillen. Kann er aber nicht. Das heißt, die Frau ist von der Psyche anders als der Mann und der Mann ist anders als die Frau. Wenn die Weltmeisterin im Schwergewicht, im Boxen, gegen einen Kirmesboxer boxen würde, würde verlieren. Es gibt vielleicht einige Ausnahmen, ja, von Frauen. Wie zum Beispiel Sensational Sherry von WWF, vom Wrestling. Die würde vielleicht den einen oder anderen Mann aus dem Fenster rausschmeißen. Aber die Regel ist ganz klar. Und deswegen gibt es auch andere Regeln. So gibt es Dinge, wo offensichtlich, wo es so aussieht, als wenn der Mann bevorzugt ist. Und Dinge, wo die Frau bevorzugt ist. Es gibt Verbote, die sind speziell für Männer. Gold tragen, Seide tragen etc. Und es gibt Verbote, die sind speziell für Frauen, zum Beispiel ihr Haar zu zeigen. So. Aber im Endeffekt ist das wie in einem Test. Du hast zum Beispiel einen Test, einen Schultest. Schüler A heißt Knut, Schüler B heißt Hut. Oder sagen wir lieber Ruth. Ja, Knut hat 90 Punkte im Test und Ruth hat 90 Punkte im Test. Aber in Aufgabe A hat beispielsweise Knut 10 Punkte und Ruth 9 Punkte. Und in Aufgabe B hat Ruth 10 Punkte und Knut 9 Punkte. Aber im Endeffekt kommt was raus? Kommt dasselbe bei heraus. Weil es Verbote gibt für Männer, die speziell für Männer sind, nicht für Frauen, die für Frauen nicht gelten. Und es gibt Verbote für Frauen, die nicht für Männer gelten. Zum Beispiel, bei den Männern, ja, gibt es in einigen Fällen Pflichten, die Männer haben, die die Frauen nicht haben. Wie zum Beispiel der Mann muss normalerweise, wenn er den erwähnt, in der Moschee beten, die Frau nicht. Der Mann muss freitags in der Moschee beten, die Frau nicht. Es gibt sehr viele Pflichten, die der Mann hat, die die Frau nicht hat. Sehr viele Pflichten. Der Mann muss die Frau versorgen, die Frau und den Mann nicht. Der Mann in der Ehe muss der Frau das Geld geben. Und die Frau kann sogar von seinem Geld nehmen, ohne Erlaubnis, wenn er sie nicht versorgt. Aber der Mann darf nichts von der Frau ihrem Geld nehmen, wenn die Frau Geld verdient. Das heißt, wer erzählt, die Frau ist unterdrückt oder der Mann hat mehr Rechte, der hat keine Ahnung von Islam. Aber das ist die Propaganda, liebe Schwestern, die heute gegen euch geführt werden. Warum? Weil man geht davon aus, dass die Muslime sich demografisch schneller, beziehungsweise ja, demografisch schneller entwickeln. Das heißt, es gibt immer mehr Muslime und immer weniger Nicht-Muslime. Und deswegen haben sie Angst. Und deswegen greifen sie euch an und versuchen den Muslimen einzureden, ja, ihr seid alle unterdrückt und so weiter und so fort, damit man von der geehrten Rolle der Mutter Abstand nimmt. Im Islam ist es nicht verboten zu arbeiten. Aber schau dir mal an, wie vielen Muslimen erzählt wurde, eingeredet wurde, dass nicht arbeiten zu gehen, Hausfrau sein, primitiv sei. Dass Mutter sein und stillen altmodisch sei. Wie viel ist das eingeredet worden? Warum?
Weil eine arbeitende Frau weniger Kinder kriegt als eine nicht arbeitende Frau in der Regel. Und das ist das Ziel. Deswegen wird die Muslimin angegriffen. Deswegen, was sehen wir? Die Muslimin kann gar nicht unterdrückt sein, weil sie dem Befehl Gottes folgen will, wenn sie den Islam richtig verstanden hat. Und das sehen wir tausendfach. Die Frauen, die sind meistens strenger als die Männer. Die werden fuchsteufelswild, wenn du denen irgendwas erzählst vom Kopftuchverbot und so weiter und so fort. Die Männer bleiben dann leider noch cool. Manchmal. Aber das ist dieses Konstrukt, was man hier versucht hat zu verbreiten. Aber das werden wir nicht zulassen, inshallah. Wir werden diese Botschaft richtig rüberbringen. Und was habe ich zweitens gesagt? Wenn man Rechte und Pflichten von Frauen und Männern genau anguckt, dann sieht man, dass die Frau auf gar keinen Fall benachteiligt ist, sondern dass es spezielle Pflichten gibt für Frauen und speziellere Pflichten für Männer. Dass es spezielle Verbote für Männer gibt und spezielle Verbote für Frauen. Und wenn man sich das genau anguckt, dann kommt man im Ende auf dasselbe Ergebnis, nämlich dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, aber nicht identisch. Und sie sind nicht identisch, weil sie sowohl von der Psyche als auch von der Physis unterschiedlich sind. Das sind meine Worte. Ich hoffe, dass sie sowohl dem Nicht-Muslim als auch dem Muslim helfen. Dem Muslim, dass er damit argumentieren kann, und dem Nicht-Muslim, um die Religion des Islams richtig, authentisch und illustriert zu verstehen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.